Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim, Ausgabe Nummer 7. Mit Locke Krishan, ich begrüße euch recht herzlich zurück und wir sind immer noch auf dem Weg nach Ivarstadt, um die Graubärte zu besuchen, die nach uns gerufen haben. Und ich habe ja gesagt, auf dem Weg nach Ivarstadt werde ich noch versuchen, doch so einige Höhlen mitzunehmen, um ein bisschen Gold abzustauben für den Einrichten unserer Wohnung in Weißlauf für Briesenheim. Und ja, ich muss mal jetzt mal gucken, weil jetzt letztes Video mal wieder ein bisschen in Überlänge, weil ich mich hier so ein bisschen verfranst habe mit dem Laufen, aber ich klopfe ein bisschen in die Richtung. Denn, hier ist irgendwas. Hier ist ein Turm oder sowas. Ihr hättet nie herkommen sollen. Festung Armol entdeckt. Wer hätte mich angreifen sollen? Eismagier-Novize. Gold, Lavendel, Schlachterfischei. Hat den witzigen Sinn, ja, komm doch mal mit, wer weiß. Ich wollte ja eigentlich dich hier irgendwie angreifen, aber da Madame ja unbedingt der Meinung war, mich angreifen zu müssen. So, aber wir sind weiter auf dem Weg nach Ivarstadt. Und natürlich nehme ich jetzt hier wirklich jeden Weg, nur ich jetzt hier zu Fuß, um hier wirklich möglichst viele Orte zu finden. Und der Kreuz, da haben wir oben auf dem Kompass, heißt, wir sind auf jeden Fall in der Nähe einer Mine. Und die greifen, auf jeden Fall an, die Würfe da, aber und die Mine. Na komm. Tut mir leid, aber ihr greift mich ja sowieso an. Vielleicht können wir in der Mine noch ein bisschen was abgreifen an Mineralien. Denn Minen sind jetzt hier nicht so stark verteilt wie Höhlen. Höhlen hast du hier, die füllt eine Million. Ah, da links ist schon wieder die nächste. Wer bist du denn? Hi! Ich will auf der richtigen Seite stehen. Tritt der Kaiser. Nee, ich tritt garantiert nicht der kaiserlichen Armee bei. Alter, die wollten mich köpfen am Anfang. Den tritt doch nicht bei, die tritt ich in den Arsch. Das mach ich. Schließ mich den Sturmmäntern an. Die wollten mich nicht töten. Dunkle Wasserkreuzung entdeckt. Und hier ist auf jeden Fall ein Eingang zu einer Mine. Weil der bedeutet ja hier dieses. Ding saß auch schon. So, gucken wir mal, ob wir hier an Erz abbauen können. Wenn ich in Ruhe lassen werde. Goldenrockmine. Das klingt so, als ob ich hier Gold abgreifen kann. Oder mir hier ein paar Spinnen auf den Sack. Ne, hier kann man auch noch was. Korundum-Erzader. Sehr schön. Können wir hier schon mal ein bisschen was abbauen. Denn für Schmieden ist das wirklich gute Material hier. Was man so alles erlebt auf dem Weg nach Ivarstadt, ist schon genial, oder? Einfach ein bisschen durch Himmelsrand rennen und schon findest du hier tausend tolle Sachen, die du mitnehmen kannst, ey. Eine Spitzhacke haben wir jetzt schon zwei Stück. Brauchen wir nicht noch eine mitnehmen. Nicht nur eine Schaufel, aber auch die brauchen wir nicht. Ist denn irgendwo? Hier ist nichts. Trotzdem aufpassen, irgendwo in so einer Mine treiben sich Feinde rum. Wie, das war's schon? Das ist alles? Wollt ihr mich verscheißern? Das ist alles? Das kann nur ernst sein. Das war's schon. Jetzt habe ich extra reingeflitzt hier wegen dem bisschen Erztag. Ich meine, ist doch schön, dass ich jetzt ein bisschen davon habe, aber. Alter! Ist ja schwach hier, Alter. Das hätten wir ja sparen können. Also echt jetzt. Pse. Naja, gut. Das hätten wir sparen können, um ehrlich zu sein. Dann werden wir jetzt hier durch den Fluss schwimmen. Vielleicht können wir noch einen Fisch mitnehmen. Ne, können wir nicht. Schade.
Na gut, gehen wir weiter. Ich wollte sagen, dass da ein Wolf, aber das war keiner. So, haben wir ein paar Wegweiser. Ja, hier. Ivarstadt. Hier geht's weiter. Haben wir da eine Höhle? Oh, ein Säbelzahntiger. Wie gesagt, wie ihr seht, wenn der zuschlägt, kann ich erstmal kurz sich bewegen. Bei den Wölfen ist es genauso. Aber dass mich jetzt hier so ein Siebelzahntiger angreift, das ist krass. So, die Höhle, die wir gleich hier hoffentlich entdecken werden. Schauen wir uns die an? Natürlich schauen wir uns die an, weil ich will ja hier noch irgendwas finden, aber die... Ne, da kommen wir jetzt nicht ran. Hm, na gut. Überredet, dann lassen wir die erstmal links liegen. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Und haben wir den nächsten Turm innen. So, die armen Ziegen lassen wir auch in Ruhe. Wie war's das? Also hier weiter geradeaus. Ich habe auch eine Mod, die Straßenschilder ersetzt haben, damit es ein bisschen schärfer aussieht alles. Dass die besser zu lesen waren. Halt, Moment, ich laufe gerade völlig falsch, ich das Gefühl. Moment, wo ist... Ne, Ivarstadt, war ich doch richtig. Warum ist der... Naja, egal. Wollte gerade sagen, wo ist der Pfeil jetzt hinter mir? Die Zielmarkierung auf Kompass. Aber wir folgen dem stehenden Straßenschild. Und ich finde, es lohnt sich immer so ein bisschen durch Himmelsrand zu rennen. Leider fuhr der Kutscher ja nicht nach Ivarstadt. Was ist denn das hier? Nochmal eine Mine, sehr schön. Die schauen wir uns auch an. Ui. Ja, was du denn? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Und wo genau ist das? Wo wollt ihr hin? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Okay, naja, ich könnte euch eine Menge Ärger ersparen. Nein, ich glaube, ich komme klar. Aber okay. Danke. Ja, meine Überredungskunst ist leider noch nicht so gut. scheiße. Einschüchtern ging noch nicht. Was ist das für ein Ort hier unten gewesen? Die Bastard war das nicht. Oder ist das nicht? Ja, ich glaube, ich musste mehr Sachen verkaufen und so weiter, um... Ist da bestimmt ein Wolf da hinten? Da vorne? Sag ich doch. Und noch ein zweiter. Erledigt. Ja, immer ins Himmelsrand mit offenen Augen durch die Gegend rennen. Immer schön aufpassen. Ja, hier hat sie Kanickel gerissen. Kanichi-Keule. Ist jetzt meine, der frisst die wieder, eins. Und da grölen noch mehr Wölfe. Aber hier war doch gerade irgendwo die Mine. Da will ich auf jeden Fall hin. Da muss ja so also bestimmt gleich irgendwie einen Weg nach oben gehen, der mich zur Mine bringt. Nochmal ein Wolf. Na komm schon! Ich kann nicht mal Drachenschreie machen, wenn die mich gerade attackieren. Das ist ja scheiße. Warum hat ein Wolf 40 Gold bei, Alter? Wo hat der hin gesteckt, Alter? Also Gold muss ich erstmal waschen, das ist schon mal klar. Bevor ich das aussehe. Haha.
Okay, die Mine haben wir erstmal wieder aus den Augen verloren. Schade. Aber ich gehe nicht immer nur die Wimmels von Höhlen und von Wölfen. Und da die mich ja sowieso angreifen werden, habe ich gar keine andere Wahl, als mich zu wehren. Und die am besten schon am besten erschießen, bevor sie mich angreifen. So, hier muss irgendwo noch eine Höhle sein. Die wird bestimmt irgendwo da oben sein. Ich kann das doch erstmal verhindern, dass ich die entdecke. So, da haben wir einen Stützpunkt der Kaiserlichen. Oben diese komische Raute. So, Kollege, bevor der dich angreift. Ich empfehle dir hier nicht nachts. Wichtige Lieferungen zu erledigen. Keine Zeit für Geplauder. Ja, schaff dir mal Waffen an, du Penner. Ich hab dir gerade Leben gerettet, du Arsch. Wolfspelz. Oh, ich kann wahrscheinlich auch gerade die Ziege erwischt. Oder der Wolf hat die sich gerissen. Geil, der Vieh komplett auseinandergenommen. Sehr schön. Hier sind wir überhaupt noch ein Pferd von Ivarstadt. Du müsst doch fast da sein, oder? Windhelm. Wo ist denn hier Ivarstadt? Ach du Scheiße, wo schickt der mich denn hin? Alter! Ich hab den Vögelpuff hier im Kreis. Eine Spinne. Schießkurs verbessert auf 25. Sehr schön. Oh, ich fahr mich ja wieder vom Ziel. Was ist denn das für eine Scheiße? Schon nach fast der Viertelstunde auf dem Tacho hier und noch ein Stück weiter gekommen hier. Verdammt. Das klingt nach einem Drachen. Nee. Oh, ein Säbelzahntiger. Und zwar eine ganze Menge, wie es aussieht. Säbelzahntiger-Auge. Für welche Rezepte kann ich Tipp verbrauchen kann? Ich glaube, ich sollte lieber. Wölfe sind das. Ja. Zack. Da gibt es wenigstens eine Menge Wolfspelze. Ah, Scheiße. Den Wolfspelz kriegen wir nicht mehr. Egal. Der Luft ist einfach querbeet hier. Noch mehr Wölfe. Okay, Skiva-Ratten sind das. Ah, shit. Diese kleinen Mistratten, Alter. Ich bin richtig auf den Sack hier. Und du kommst mir auch hinterher. Oh, nicht schlecht. Dann danke für dein Fell. Da ist ein Riese, den lassen wir in Ruhe. Ah ja, also nachts ist hier ein Himmelsrand auch nicht was los. Verdammte Scheißvieh. Aber fällt sich wie eine riesengroße Katze. Naja, ist ja auch ein Tiger, ne? Mann, ich will der Busler eh was hat. Warum ist das denn so eine scheiß kopfste Mistkacke hier? Ich will der Bus zu den Graubärten. Mit zwei Folgen bin ich immer noch nicht gekommen. Wäre jetzt beinahe falsch aufgelegt. Das ist natürlich, weil ich mich nur nach die Straße schnell gerichtet habe
und die schicken mich hier quasi immer komplett immer außen rum in Iverstadt, um nach Iverstadt zu kommen. Das ist ja völlig, völlig behämmert. Okay, da hinten ist gerade irgendwas am passieren. Den Fuchs lassen wir in Ruhe, der rennt weg. Der tut mir nichts. Ah, Feueraltronacher, wie die heißen. Das bin ich aber jetzt schon gesehen. Tatsache. Ich auch. Und du bist meine. Fellschuhe. Warte mal, halt den Eisen durch, den wir haben. Hey. Mensch, jetzt! Du hast doch schon Orin bei dir. Oh. Alter! Ork-Pfeile. Geil. Silberbarren, Silbererz. Danke, mein Freund. Du hast aber richtig ordentlich was bei gehabt. Einfach Iverstadt entdeckt. Ach, guck mal, die Klinik Greta sitzt hier wieder. Hallo. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr auch ein Bergmann? Ja, so ähnlich jetzt. Sonders kümmert sich um mich, wenn Mutti nicht in der Nähe ist. Der Ketus hat mich früher zum Tauchen ganz tief im Fluss mitgenommen. Ich vermisse ihn. Mutti sagt, dass das Kaiserreich gemein ist. Aber so schlimm finde ich die gar nicht. Naja. Da ist unsere kleine Greta natürlich gegen das System, ist ja klar. Zumindest gegen bestimmte Teile des Systems. Aber wie es aussieht, nähern wir uns jetzt langsam Iverstadt. Der Fall, wo kommt was oben? Der wird doch schon deutlich größer. Wir können jetzt also hier dem Wegverlauf folgen, denke ich mal. Ansonsten schwimme ich gleich einfach über den Berg. Ich versuche mal, ob ich hier irgendwie hochspringen kann. Was ist hier? Korundum-Erzader, sehr schön. Warte mal ein bisschen was mit. Diese Erzhalle ist erschöpft. Na, dann haben wir ein bisschen Spielematerial mitgenommen. Ich versuche jetzt mal einfach hier wieder querbeet durch die Gegend zu laufen, obwohl ich gefühlt habe, dass mir der Berg hier im Weg ist. Hier ist eine Höhle. Also dass der Weg nach Iverstadt jetzt so dermaßen kompliziert ist, habe ich auch nicht gedacht, aber wie es aussieht. Dunkler Wasserpass entdeckt. Oh Mann. Ich will da Iverstadt. Warum komme ich da nicht hin? Leider kein Kutscher da hinfährt. Ach Leute, ihr macht mich wieder richtig bescheuert hier. Willst du da Iverstadt laufen und dann rennst du da erstmal eine Million Meter rum? Ist doch scheiße. Aber so wird mal hier lang. Ich hab das Gefühl, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal keine Viecher hier, die mich angreifen wollen. Ich hab's Gefühl, dass ich über diese Gebirgskette hier muss. Weil da hat die Schnauze voll. Aber ich kann noch keine Schnellreise machen, nach Iverstadt, weil ich da noch nicht war. Dass ich jetzt hier nicht vom Fluss weggetragen werde. So, komm.
Aber ich glaube hier dem Fluss. Ah, jetzt bin ich glaube ich richtig, weil Ivarstadt liegt an dem Fluss. Das heißt, ich bin jetzt direkt auf dem Weg dahin. Muss nur gegen die Fluten hier ankämpfen, weil die mich hier einfach wegspüren wollen. Jetzt haben wir es geschafft, na, endlich. Ich glaube, jetzt laufe ich direkt. Jetzt müsste ich eigentlich direkt drauf zulaufen. Okay. Da haben wir einen Troll. Da war ein Troll. Trollfett. Und mein Fall kriegt zurück. Was haben wir hier? Nirnwurz. Da haben wir einen Trollschädel. Oh, und da haben wir eine Leiche gefunden. Chimarwandi. Was? Was für ein Ding? Chimarwamidium. Was ist das denn? Notiz. Irgendwas hatte da gerade. Was haben wir hier? Schwere Rüstung verbessert. Ah! Sehr schön. Ich kann eine schwere Rüstung tragen. Und wir haben hier eine Notiz gefunden. Da ist sie. Hauptmann, wir uns haben mehrere Beschwerden über Angriffe in der Nähe des Flusses Nordwestia von Rift erreicht. Wir könnten für den Krieg zivile Unterstützung aus dem Gebiet gebrauchen und deshalb solltet ihr einige Männer schicken, die die Sache untersuchen. Wahrscheinlich sind es nur ein paar Wölfe, deshalb müssten zwei Männer genügen. Ja, zwei Männer gegen den Troll, die nicht so kampferprobt sind. Naja, ist klar, wie das endet. Naja, egal. Wir laufen jetzt hier weiter. Ist der Wasserfall hier hoch? Oder neben dem Wasserfall hier hoch. Ja, wie gesagt, Ivarstadt liegt ja direkt am Fluss. Da war noch eine Höhle. Aber die ist mir jetzt egal. Da ist die Brücke, da steht Kimmick, der die Vorräte hat für die Graubärte. Wir sind also angekommen in Rift, hier in Ivarstadt. Jetzt hat er endlich geschafft. Also, ich bin völlig falsch gelaufen. Ich speichere hier mal ab, weil hier neulich das Spiel bei mir abgestürzt ist. War nochmal Logic hier nicht hin. So, Pfeil weg. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrodka nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Genau, nicht sicher. Wir kommen into crazy. Seid ihr auf dem Minister Weg nach Hochrodka? Nicht sicher. Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Ja, und was verbringst du dann hochzunehmen? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, und was kriegst du als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Ja, da kriegt ihr ja für euch erledigen. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Alles klar. Kannst du mir irgendwas erzählen über Hochrodka? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Alles klar. Gibt es irgendwas, wo ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder Schweine. Ja, üblich halt. Aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir die letzten Minuten dazu, hier nach Hochrodka hochzulaufen, genau. Und bevor wir dann Hochrodka betreten, beenden wir das Video an der Stelle.
Schauen wir mal, wer Wolf ihr habt. Aber gut, ich werde mal alles machen. Und zwar werde ich jetzt mal. Wo der Linken hat. Flammen aktivieren. Ist da das hier? Und was haben wir bei Funken? Okay, Blitze. Aber ich entscheide mich dann doch eher für Feuer. So. Könnte die andere Hand jetzt auch. Ach komm, mach es mal, den Spaß mal hier. Zerstörung. Hier, beide Hände. Immer Blitz, immer Feuer. Mal gucken, ob es das irgendwas bringt. Keine Sorge, ich lasse dich in Ruhe. Ich bin gerade wieder hungrig, noch bräuch euer Fell. Also von daher habt ihr nochmal Schwein gehabt. Ne, das quatsch ich jetzt auch nicht voll. Weil die Dialoge bringen uns bei denen überhaupt nichts. Wir kriegen nichts von denen. Die sind auch für die Questreihe nicht relevant. Also egal, einfach weiter. Also will ich jetzt langsam mal mein Ziel erreichen, um ehrlich zu sein. Weil wir gammeln jetzt schon seit 2 oder 3 Folgen auf dem Weg nach Hrothgar rum. Alter! Danke. Und irgendwann müssen wir mal ankommen, nicht wahr? Tja, mein Freund, damit hättest du nie gedacht, damit hättest du nie gerechnet, wa? Greift mich nicht an. Lasst mich einfach in Frieden. Ich geh an euch vorbei, ich tue euch nichts. Aber nein, ihr müsst ja alle feindlich sein und den armen Krischern hier ständig attackieren. Jetzt den Drecksviecher. Test irgendwann weg, eine Anzeige kriegen von Peter. Will mich alle anzeigen, weil ich Tiere töte hier im Spiel. Aber wisst ihr, im Überlebenskampf gibt es keine Regeln. Wenn der Überlebensinstinkt greift. Müssen wir nicht weiter rumdiskutieren. So. Unterwegs wird uns noch ein Troll entgegenkommen. Oder 2 so, ja. Wie gesagt, die lassen wir jetzt allerdings liegen. Wie gesagt, die bringen uns hier gar nichts. Außer Informationen, und auf die hat jetzt sowieso keinen Bock. Von daher lassen wir die einfach mal links liegen. So, da oben steht ein Troll. Der kommt jetzt gleich runter, weil er uns sieht. Komm runter! Komm runter! Ah ja, hast du mich eh mal erwischt. Passt schon. Gold und Trollfett. Ich weiß nicht, wofür ich Trollfett brauche. Ich muss eigentlich zu ihm. Ich habe mich mit dem Zutaten vermischen und die ganzen Mixen und so weiter habe ich noch nicht so groß auseinandergesetzt. Das werden wir in diesem Let's Play definitiv ändern. Das hat mir geschworen. Dass ich immer ein bisschen versuche und möchte, irgendwie was rumzuprobieren. Und vielleicht kann ich mir die Rezepte irgendwie merken, die ich hier versuche auszuprobieren. Aber das ist im Laufe der nächsten Episoden alles. Wie gesagt, wir sind gleich eigentlich angekommen bei den Herren da oben. Und da können wir im nächsten Video uns mit den Graubärten beschäftigen. So, dann haben wir gleich geschafft. Da oben ist Hrothgar. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir packen jetzt Klimmix Vorräte in die Dings drin. Und dann gehen wir im nächsten Video zu Hrothgar. Also zu den Graubärten drin. Heute nicht mehr. Also eine Pause machen mit dem Zocken hier.
Und dann nehmen wir mal hier Klimix. Mensch. Klimix-Vorräte. Und packen die. Wir packen noch ein bisschen Knoblauch drin. Kobaltschemel. Haben so ein bisschen Knoblauch und ein paar Pilze zum Essen. Ja, würde ich sagen, speichere ich hier ab. Und verabschiede mich für diese Episode, denn, ja, irgendwie ist jetzt die Kamera aus. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Gut, hat jetzt nicht funktioniert mit der Kamera. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ich bedanke mich trotzdem für Zusehen. Wie ich sehe, habe ich jetzt ein Standbild, habe gestern darauf geachtet. Nichtsdestotrotz wird die Folge jetzt nicht abbrechen. Das heißt, ihr seht mich jetzt hier im Standbild. Ich hatte vorhin kurz das Spiel einfrieren, daran hat es wohl gelegen. Aber egal, gut, dann ist halt eben so, dann im nächsten Video funktioniert wieder mit der Kamera, aber jetzt nochmal hier von vorne anfangen, ist nicht, von daher scheiß drauf. Da ich meine Kamera jetzt bei mir außerhalb vom Blickfeld habe, habe ich jetzt nicht gesehen, dass die aus ist, von meiner Kameralinse, die ich da habe. Die Weißumrandung ist aus, ja, also irgendwas ist verschieden gelaufen. Das heißt, ihr habt jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich, die letzte Viertelstunde, denke ich mal, habt ihr Standbild gehabt. Ist mir jetzt auch egal. Im nächsten Video wird die Kamera wieder da sein und dann machen wir weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich dann das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.